Okay. Kann man hier irgendwas machen? Okay, dann gehen wir mal zurück hier nebenan. Auf dem Tisch, das Omnitool ist kaputt, da kannst du nicht für irgendwas verwenden. Mm-mm. Ne? Nicht? Kannst du nicht anklicken. Und in den Dingern hier? Das ist furchtbar, als das Tor. Muss ich erst raus wieder? Anscheinend. Cortex-Chip, Structure-Gel und ein Power-Pack, um den Suit ready. Was machst du? Für was war das jetzt? Was? Jetzt ist es grün. Ah. Oh Gott. Alles okay? Das war vorher noch nicht. Lagerräume sehen immer gut aus. Die Geräusche. Hier wird's toll. Mhm. Oh, was soll man hier fahren? Das war aber schon vorher, oder? Das sieht gut aus, was ist? Nee. Nee. Wo kriegt man denn so einen scheiß Chip her? Auf was lichtet's hier an, ne? Mhm. Das gefällt mir irgendwie nicht, dass jetzt Licht an ist. Dass die Geräuschkulisse sich schon wieder geändert hat. Mhm. Ja, da sind wir her. So. War vorher aber auch noch nicht. Das war auch nicht. Heute? Jakob Halbherrin. Heute wurde außerhalb der Omnicron-Nebenstelle ein ungewöhnlich sedierter Orange Ruffy gefunden, der auf der Stelle schwebte. Er hatte bemerkenswertes Knochenwachstum, das seine Wahrnehmung zu stören schien, okay? Habe ihn zum näheren Studium hereingebracht, wobei er sich aber davon versteifte und starb, okay? Während der Untersuchung des Leichnams erwachte das Ding dann wieder zum Leben, außerhalb des Wassers. Habe ihn ein paar Minuten lang schaukeln lassen und ihn dann zurück in ein Aquarium gesetzt. Dort fing er sofort an, sich selbst am Glas zu Tode zu schlagen, bevor sie wieder rausnehmen konnte. Okay. Sind das irgendwelche Fische oder was? Anscheinend. Shelly, tot bei der Ankunft. Claudia Eames. Darby und Waldeck identifizierten das Ding, das für die Sabotage der Luma-Sonde in einer Tiefe von 900 Metern verantwortlich war. Es handelt sich um einen 150 cm langen Schwarzfisch, der so aussieht, als wäre er mit einem anderen Fisch bzw. Hai verschmolzen. So eine komische Mutationsform haben wir bisher noch nie gesehen. Es wird eindeutig schlimmer. Irgendetwas verursacht dies und den Unsinn mit dem radioaktiven Niederschlag, über den Orvari ständig redet, glaube ich einfach nicht. Okay. Johann Ross. Tod bei der Ankunft, Claudia Eames. Den toten Mann, der heute Morgen auf der Aufzugsplattform gefunden wurde, wurde identifiziert als Johann Ross, den KI-Psychologen, der in Tau gearbeitet hat. Ich kann mir nicht im geringsten vorstellen, was da unten im Abgrund passiert ist. Und ehrlich gesagt werde ich mein Personal nicht riskieren, um da unten nachzusehen. Wenn das Arche-Team noch am Leben ist, was ich höchst bezweifle, dann werden sie einen Weg finden, uns ein Zeichen zu geben. Ohne guten Grund werden wir nicht wieder da unten hingehen. Okay. Wo soll man denn das herkriegen? Das ist jetzt so ein bisschen. Ja, hier besonders. What? Ich glaube, da ist er in der Mitte gefahren, kann das sein? Mhm. Oh, wie ich mich jetzt nochmal verjagt hat, ey. Kann der uns irgendwie helfen?
Anscheinend nicht. Jedenfalls seinen Kopf noch. Müssen wir jetzt ganz zurück oder so? Ich weiß es nicht, was sie jetzt hier von uns verlangen, wie weit wir zurück sollen. Ist ein bisschen merkwürdig gerade. Achso, aber. Wirklich. Oh, der Schuh, den ich hier vorne reingeworfen habe. Ich weiß es aber nicht. Also, wir brauchen. Ich glaube, wir müssen so weit zurück. Das hier war vorher nicht an, ne? Oder? Irgendwie nicht. Wir kamen, glaube ich, auch gar nicht erst rein, oder? War da nicht irgendwie was? Fehlt aber Lockdown-Aufhebung. Bitte auf Diagnose warten. Boah, ist ja wie im echten Leben. Es funktioniert nie was. Peter Arkan, das muss schon mal das Thema verlassen. Was? Hä? Muss vielleicht alles abgehen und darfst nur mal die Benachbarte nehmen. Ah, schon verkackt. Ach, stimmt. Was? Wir leiden. Und jetzt? Ah. Und nu? Na, das haben wir gerade gemacht. Das sind wir gerade. Alter, das Geräusch. Das Klavier. Nimm das Gehe. Hä, muss ich jetzt hier durch? Mach einfach mal. Ach so. Was musst du genau machen? Muss alle Dinger hier verbinden. Aber irgendwie muss es auch noch hier runter, glaube ich, oder? Das kann ja nicht beides. Ich verstehe nicht genau, worauf es hinaus will. Ich verstehe es auch nicht ganz. Weißt du, was du machen sollst? Es muss alle Ausgänge jetzt hier irgendwie bedient werden, oder was? Also, kann ich mir nicht anders vorstellen gerade. Das geht jetzt hier einfach durch. Auswerfen. Ach so! Der Cortex-Chip auswerfen. Also musst du die alle nach unten, oder was? Oder was? Ich hab unten gar nicht gelesen, was da stand. So, ah. Jetzt. Ich hab das da unten gar nicht gelesen, ich hab nur da oben geguckt. Cortex-Chip entfernt. Aber, okay. Hinter dir, Klopapier. Ah. Okay. Okay. Irgendwie gefällt mir das nicht. Du hast ein Rätsel gelöst, ein gruseliges Geräusch erscheint.
Ah, das ist schon wegen dem Ding da auf der Gottessitz. Das haben wir es zu oft benutzt. Was? End Tau, Feind Alpha, take the Gel to Alpha. Take the Gel to Alpha. The Heart of Alpha. Oh Gott. Man muss bei den, Gel nicht einfach irgendwas nehmen, was hier so ist. Strasky, are you there? I hear you, Herbie. What's up? Just wanted to check in. I have to go do something. I might not be around for a few days, okay? Really, Herbie, leaving the listening post? Must be important. It is, Strask. It is. Oh, wir müssen noch von... Omicron, can you hear us? Loud and clear. Jetzt mal von unten nach oben, was in dieser richtigen Reihenfolge ist. I'm sure you'll get used to it. Wanted to check in before we pass the last working Lumar probe. Guys, any last words to Omicron? Don't forget to pick us up. You heard that, right? Don't worry, we won't forget. All right, heading into radio silence. Good luck, guys. Tau, please respond. This is Rally Herber calling from Omicron. Please respond, Tau. Unable to connect. Lumar Relay out of range. Yeah, yeah, I get it. So fühle ich mich manchmal bei der Primacom. Unable to connect. Sind wir bei der Primacom? Lumar Relay out of range. Okay. Skillpunkte. Oh. Into the Abyss. Take it to Alpha in the Abyss. Was ist so Abyss? Hm. Ja. Hier kann ich bloß reingreifen, brauch ich aber nicht. Nee, oh, der lebt noch. Aber er ist ein halber Roboter, siehst du das in seiner Brust? Bist du da schon vorher lang? Keine Ahnung. Was ist, hast du ihn gesehen? Nee, aber. Das hat ja so dumm geflackert, deswegen. Im hinter dir, da konntest du. Ne? Ach, da war ja der Job, der Chip. Vielleicht kann ich jetzt irgendwie was anderes aktivieren. Das ist hier alles aktiviert. Oberbereich. Vielleicht. Mittelbereich? Was tust du? Ich dachte, dann geht das vielleicht auf. Aber wir gehen da nochmal hin. Am besten. Geh mal auf den. Hol den Virus? Ja. Ich hab's auch gerade gesehen. Dachte so, what? Geh mal hoch oder runter, wo du gerade bist. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Nee, du bist unten. Hier bin ich. Ja, da bist du, wo es so blinkt. Und das ist halt zu. Da hast du ja gerade geguckt. Ja, aber ich kann ja auch nichts machen. Das war vorher auch schon, oder? Ja, das war die, wo da das Rauschen noch kam, weil die den Kopf halt weg hatten. Okay, wo muss ich dann jetzt hin? Ich denk gerade. Hier geht's wieder raus, ja. Ganz raus. Nee, das ist doof. Was ist denn los? Jetzt brauchen wir hier wieder ewig lange. Fucking shit. Ja, was haben wir ja jetzt schon? Wir brauchen noch einen Akku. Ja, hier hinten gibt es ja jetzt anscheinend nichts mehr. Ja, dann kannst du ja wieder weggehen. Also. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich nach oben. Mhm. La, 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 la.
Na, dort hinten geht's ja nicht lang. Ah. Wo sind wir jetzt? Noteingriff. Ganz ruhig. Holy moly. Aber jetzt geht hier hinten. Ja. Fährst du nicht rein? Kann man das auch machen? Nein. Okay, dann geht wahrscheinlich bloß hier. Na, mit die Fischis! Fischis, Fischis! Fischi! Aufwachen! Ja, wach aufwachen! Warte, wach auf, wach aufwachen! Wach aufwachen, Fischi! Hä? Kann ich jetzt hier irgendwas nehmen? Rausziehen. Oh gosh. Okay, ich glaube ich. Hast du gerade irgendwas zum Laufen gebracht was, oder läuft das schon die ganze Zeit? Ich glaube schon die ganze Zeit. Achso, okay. Dann geh am besten einfach nochmal raus. Okay. So aus diesem Zwischenraum. Ich stehe nochmal. In den Computern kannst du überhaupt nichts machen, ne? Mm-mm. So. Wenn das nicht geht, kann ich auch die Maus weghaben. So, dann guck, am besten auch da nochmal unten. Nein, bleib doch mal hier. Vielleicht ist hier noch irgendwo was. Da drunter in dem Schubfach. Ich weiß ja nicht. Oh. Ja, da ist wirklich was, lol. Naja. Aua. Ross an die Wow. Paulanski. Konnte einen Zusammenhang zwischen den überlasteten Systemen und der Leiche von Dr. Ross herstellen. Ich konnte die Leiche ein paar Sekunden lang in ein Glasgefäß abschirmen und beobachtete währenddessen einen starken Abfall der Messwerte. Wenn wir Ross wirklich in Omikron 1 behalten würden, dann sollten wir versuchen, irgendwie eine permanente Barriere zur Vermehrung schwerer Systemfehler zu errichten. Was? Lisa Cameron. Wow arbeitet definitiv an der Reparatur von Ross. Von Ross' Leiche. Das ist mit Abstand das Verrückteste, was ich jemals erlebt habe. Auf irgendeine Weise bombardiert die Wow, die primär auf das Strukturgel in den Wänden beschränkt ist, die Leiche mit jedem System, auf das es zugreifen kann. Das Glasgefäß wird mit einer schädlichen Menge an Elektromagnetismus und Strahlung umgeben, die das Gel zu stören scheint, das sich bereits in Ross' Körper befindet. Bin mir nicht sicher, was die Wow nach seiner Wiederherstellung erwartet, aber wenigstens sollte all der Wahnsinn aufhören, wenn der Körper 100% erreicht. Wieso? Da bist du schon ein bisschen gestört. Oh, schon. Okay, aber wenn das noch. Doch mal ein bisschen. Ich kann irgendwie nicht glauben, dass das Schutz hier schon war, aber das kann schon gut sein.